Und da sind wir bei einer weiteren Thief 1 Fan Mission, Stowaway. Und nicht irritieren lassen, ja, Stowaway habe ich schon mal gespielt. Das war aber die Thief 2 Version und das war was ganz anderes. Diese Mission hat denselben Namen, aber eine ganz andere Story. Stowaway. The hammers have in their precision, a holy spot. You are gonna need this when you get to the tower of the builder. Sneak into the temple and steal it, but be careful. That has summons all hours of the day. Okay. Swimming to the island is not a very good idea. Get on board to the ship and hitch a ride. This is a cargo ship. After roll, find 500 in loot, and you're going to have to change the course of the ship. Find the bridge and plot in the new course. Oh, und es ändert sich auf jeden Fall was auf Experte. The hammers managed to keep your lucky charm. Find it and get it back for good. Und natürlich, you can't man to ship yourself, so don't kill any of the crew. Und 1300 sind es insgesamt. Und ich glaube, Stowaway gehörte hier zu der Apache Fanpack. Das sind mehrere Missionen. Ich muss mal gucken, welche ganzen Missionen das sind. Dann werde ich die mal alle nach und nach spielen und in eine Playlist hauen für euch, damit ihr das seht. Und ich habe ein Tagebuch. Auf jeden Fall müssen wir diese Mission ein bisschen Sachen stehlen. Wie gesagt, ein Schiff umnavigieren und ich werde das alles nochmal komplett durchgehen. Ich habe noch gar keinen Road by Road, das passt. Wasserfälle nur 2 Stück. Ich glaube, der Rest ist alles schwachsinnig, brauche ich alles gar nicht. 50 sind noch übrig. So, um abzulenken. So, da sind wir. So, nochmal zu ganz kurz und knapp die Ziele. Caesar Holy Sword. Hitch a ride to the island. Also wir müssen auf jeden Fall zu der Insel kommen. Steal 1300 in loot. Oder sagen wir mal 300 in loot. Don't kill any of the crew. Weil wir brauchen die ja, um überhaupt das Schiff navigieren zu können. Und steal back the Hand of Glory. Die wir, warum auch immer die weg ist. Schon wieder. Get to the bridge and turn the wheel. Das ist quasi Abschluss. Haben wir eine Karte? Wir haben sogar eine Karte, eine kleine. Es ist auf jeden Fall eine kleine Mission, so wie ich gelesen habe. Die direkt nur an den Docks abspielt. Oh, hier ist was. Hey Garrett, just a word of warning. Once on the boat, there is no turning back. Flagman Webster. The Flakeman is not taking on projects. Fees are as well. Contact him. Achso, das ist eine kleine Warnung. Wenn ich das Schiff einmal benutze, gibt es keinen Weg mehr zurück. Das sollte ich mir also zur Brust nehmen. I think I truly remember the lesson. You messed with me and you are asking for repayment. I still think you should have killed him. But this I think hurt him more. Ramirez? Achso, das ist bestimmt die Geschichte, wie ich meine Hand verloren habe. Also, die Hand des Ruhmes. Es ist ziemlich lang. Also, wer möchte, kann sich das hier alles durchlesen. Ich werde es, nicht durchlesen. Wenn ich mich dicht an die Wände drücke, bleibe ich vielleicht unbemerkt. Das ist das Schiff. Das sieht lustig aus. So blockig. Wie gesagt, diese Mission kam, glaube ich, im selben Jahr raus wie... ich glaube, sie kam im selben Jahr raus wie... Gebt euch zu erkennen. Ist da jemand? The Metal Age.
Lügner mit gespaltenem Huf, flüchte vor des Hammers Ruhm. Okay, bei den Amariten müssen wir rein. Immerhin brauchen wir von den Amariten die Hand of Glory war es, glaube ich. So. So, ein Büchlein und ein Ring. Oh, den Key will ich nicht. The Buddha has granted us with the knowledge to create the holy sword. Let all those who stand in the way of your way falls by its deadly swing. Okay, oder haben die das Schwert? Hallo? Oh. Zeigt euch. Ich muss vorsichtig sein, ich bin ein bisschen... Meine Einbildung spielt mir Streiche. Oh. Eine Bewegung. Dachte, ich sah... Hamariten mit Schwertern ist sowieso selten, Seltenheit. Mir dünkte, ich vernehme ein... Eine Bewegung. Ein Streich. Nein! Was ist denn das? Die eine Tür ist verschlossen und die andere nicht? Okay, mal sehen... Da ist noch eine Türe. Vielleicht können wir da noch rein. Halt! Wandelt da wer? Noch mehr Loot. Noch ein Schlüssel. Und eine Nachricht. Painting for Ramirez. 7000. Herbs for Farkus. Farkus lebt noch. 1000. New Crew. Kostet 500, ne? To be taken out of the captain's pay. You have to stop him from drinking. Geil. Okay, gucken wir mal hier rein. Was war das für ein Schlüssel? Ein silberner Schlüssel einfach nur. Hä? Ist der für die Truhe vielleicht? Ja, ist... Also wenn der jetzt nur für die Truhe war und mir nur einen Heiltrank gegeben hat. Ja, es war nur ein Heiltrank. Okay. Oh, oh. Ist jemand gekommen? So. Eine Bewegung. Alles scheint jetzt ruhig. Jetzt ist alles gut. Also der Wind. Komm schon, dreh dich um. Ah, komm, dreh dich um. Wow. Ich hab nur das gehört. Das hat mir schon gereicht. Ah ja, das sehe ich schon umgedreht. Ist jemand gekommen? Wow! Ich dachte, der wäre schon durch. Fuck! Okay, der war zu schnell. Das ist so typisch random. Ist alles gut. War es nur der Wind in den Fackeln? Geht euch zu erkennen. Geht hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Halt! Fuck! Oh Mann, erstmal kommt man durch die eine Tür durch. Man muss beide öffnen. Und die eine ist schon offen. Ja, dann muss ich mich schnell bewegen. Komm, dreh dich nochmal um, du Wicht. Dann halt nicht. Ich sehe gerade der Durch. Der. Eine Bewegung. Dachte, ich sah. Schweigen. War das eben laut? Ich höre etwas. So, jetzt sind beide Türen offen. Oh, das war knapp. Jetzt macht er sogar die Tür auf. Wer da? Ist hier jemand? Und erklärt euch, so ich habe ein schlechtes Gefühl. Da sind Fliesen. Oh, das ist ja richtig ätzend. Zeigt euch. Halt. Wandelt er wer? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wow. Okay, ich hoffe, das lohnt sich, der ganze Spaß hier. Es muss ja hier irgendwas geben, was Besonderes. Sonst werden wir hier nicht ausdrücklich gewarnt. Wir haben ja zum Glück einen Seifer gekauft. Da ist das Schwert.
genau vor unserer Nase und da ganz schön viele, wer seid ihr? Ganz schön viele Leute hier. Das ist gar nicht so einfach. Der uns vor unseren Elenden. Verzeiht, dass ich mein neues Schwert nehme und aus diesem verrückten Haus verschwinde. Vor dem verrückten Haus. Gut, wir haben das Schwert. Sword of the Builder. Ich bin aber jetzt neugierig. Ich möchte gerne wissen, ob es hier oben noch etwas gibt. Was ist das? Oh. Wer da? Hier reißt es ein und errichtet es aufs Nebenfest. So sei es mit allen. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren Elenden. Vielleicht deswegen sind sie. Ach, hier kann man hochgehen. Deswegen. Einen Schlüssel benötige ich ja. Oder ich kann es knacken. Nee. Der hat nichts bei sich. Das war aber wirklich böse mit dem Fliesenboden. Kann ich das auch wieder zumachen? Warte mal, wir sind mal richtig ghosty unterwegs. Wo ist er? So, abgeschlossen. Abgeschlossen. Das ist ghosty unterwegs sein. Jetzt kann das auch keiner mehr folgen, es sei denn, die können es einfach aufmachen. Okay, vorsichtig. Ich höre euch. Zeigt euch. Oder fürchtet ihr die Folgen? Lügner mit Gespräch. Das ist so richtig. Oh, hier gibt es anscheinend einen weiteren Weg. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, dass ich die Türen offen gelassen habe. Wer da? Ich löse mal den Abendessen hier kriege. Ah, jetzt habe ich die Tür auch noch offen gelassen. Ich weiß, das ist irre. Aber ich möchte gerne. Oh. Und genau dann dreht er sich um. Sehr gut. So, alle Türen sind zu. Und jetzt kann ich verschwinden. Ah, das ist nicht gut. Wenn ich hier auch hier rüber springe ins Wasser, macht's Platsch. Ah, hier. Oh, soundlos. Es gibt bestimmt immer einen anderen Weg in das Schiff. Und das ist das Schiff. Was war das jetzt? Der Abschnitt hat sich einfach gewechselt, wie so ein Portal. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Schiff und können nicht mehr zurück. Na gut, wir haben aber auch alles. Hitch a ride to the island. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Insel. 1300 Loot müssen wir immer noch sammeln. Und wir dürfen immer noch die Hand auf Glory suchen. Und mal, hier ist auch noch ein Raum. Ach. Mehrere Kisten. Na, da werde ich mich erstmal daran bedienen. Und wenn wir abhauen wollen, müssen wir das Steuerrad benutzen. Problem ist nur, ich habe nicht sehr viel Loot bisher zusammenbekommen. Ich hoffe nur, dass ich wirklich jetzt alles habe von der Insel. Wie fahren wir jetzt? 200 gerade mal. 1000 fehlen uns noch. Also 1100. Da hoffe ich ja, dass hier wenigstens die Post abgeht auf dem Schiff. Oh! Na, wenn das weiter so geht, dann wird es doch nicht mehr so schwer. Eigentlich mag ich ja diesen Hammer.
Ja, das Problem ist, dass der einfach verdammt laut ist, wenn man den ablehnen möchte. Es gibt fast gar keine Möglichkeit, das so. Hat sich der Schatten bewegt? Na gut, ich könnte noch das Licht löschen. Ich kann aber auch einfach hinter ihnen. Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Ich könnte einfach an ihn hinter ihnen hinweg. Ist da irgendwer? Oh, jetzt sind wir einfach auf hoher See hier, oder was? Das ist ja cool. Wer macht denn hier solchen Lärm? Da scheint nichts mehr zu sein. Hey, was war das für ein Geräusch? Wachmann. Wäre trotzdem gut, schneller zu sein als er. Und das ist der Steuermann. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Ich habe völlig vergessen, dass ich die Vorbeugenfunktion hier nicht besitze. Muss ich endlich mal. Oh, das wird schwer. Ich will den nicht K.O. schlagen. Ist hier kein Lichtschalter? Was war das für ein Geräusch? Das ist auch noch Loot. Genau das meinte ich jetzt auch. Objective complete. Get to the bridge and turn the wheel. Das kann man schon vorher machen, ja? Ich müsste den weglocken. Warte mal, ich mach mal die Dinger zu. Ich habe aber nichts Großes zum Weglocken, außer meine Pfeile. Ich gucke mal, was passiert. Nee, das nicht. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Ach, der war's. What? Das war. Die Hand of Glory war Loot. Nee, war kein Loot. Okay, wir haben jetzt nur noch den Loot, den wir machen müssen. Das Problem ist, jetzt wenn man den Loot zum Schluss stiehlt, kann es sein, dass man nicht keine 100% zusammenkriegt. Ich komme nicht ran. Warte mal, wir probieren mal was. Schlaf schön. So. Warte mal, jetzt kann ich ja mal schnell die Tasten belegen. Nach vorne beugen hatte ich ja. Du bleiben. Vorwärts lehnen. Noch mit Shift da drinne. Ne, das ist Quatsch. Nee, auch nicht alt. So, genau. Alt W. Jetzt habe ich alt mit drinne. Naja. Naja, das also so würde es funktionieren. Alt W hatte ich immer gehabt, aber was hatte ich denn früher auf alt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Angst. Der sieht doch, wenn mein Kopf da auf einmal neben ihn aus dem Ärmel guckt. Der wird doch einen Schock kriegen. Wow, hi. Hältst dich wohl für schlau? Wie viel Loot sind's denn? 700. Auf jeden Fall nicht genug. Darum kümmere ich mich später. Erstmal müssen wir den restlichen Loot finden. Bist du's? Das sind auch noch Wachen. Geht der auch mal weg da? Da geht doch auch ab und zu mal in die Kammer da, wa? Ah.
Ja, die damaligen Missionen waren ja nicht aufs Coasten aus. Also war es ja nicht geplant. Aber ich versuch's trotzdem mal wieder. Es ist nicht schaffbar. Das ist, wenn der jetzt da die ganze Zeit bleibt. Also Supreme Coasten ist hier schon mal nicht drin. Wow, das ist aber cool hier so. Slide. Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand? Jetzt ist wieder alles ruhig. Naja. Na gut. So, was ist denn hier? Wer ist da? Ist da jemand? Hier ist wohl nichts. Ach, natürlich. Hier ist der gesamte Loot drin. Das sieht aus wie ein Geheimgang hier. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Da komme ich, warte mal, ich mache einen extra Safe. Komme ich doch niemals vorbei. 640 nur? Ja, geh mal durch, lass mich mal durch. Warte mal, wenn ich das Licht ausmache, dürfte er mich ja gar nicht sehen. Ach, so einer auch noch. Hier, dann werde ich doch definitiv gesehen, oder? Yo, hi. Ich schwing mein Schwert. Naja, was soll's. Das ist blöd. Oh, ein Hammerit ist hier. Dunkle Ecken, gut. Ein paar Säcke. Ich höre ein Barrick. Wie gesagt, der Speicher ist ja eh schon für den Arsch. Zwei Chaos haben wir schon gemacht. Ist aber cool mit dem Licht gerade so. Sehe ich recht? Ich brauche einen Schlüssel. Nicht knackbar. Was ist das? Wer da? Hat der den Schlüssel? So muss ich meine Nerven beruhigen. Er hat den Schlüssel. I never should have sold out the Samurites. Have me running everywhere. Get this or get us dead. Stop drinking while working. If I wanted this kind of nagging, I would have never got rid of the old hag. Ja, der soll ja nicht mehr trinken. I don't like the idea of having Barrick on my ship. Der hat Barricks hier. Na gut, man hört sie auch. Auf jeden Fall ein Geheimgang hier. Speichern. Erstmal warten, bis der Typ wieder vorbei ist. Ist aber ansonsten ganz sneaky gemacht hier, das Boot. Ne? Fürwahr. Wer kommt dort? Mich deutsch. Da ist nichts. Was passiert? Alles ist friedlich. Ist man nichts. 1140. Ah, warte mal, das hier sieht verdächtig aus. Vielleicht kann ich ja das bewegen. Ich muss jetzt mal gucken, ob. Ich muss ihn erstmal einmal drücken. Hat er mich gesehen? Eure Schatten werden. Ah.
Was habe ich denn jetzt benutzt? Was passiert denn da, wenn ich das Ding drücke? Auf jeden Fall ist dahinter irgendwie keine Wand. Sherman Hall's Wort. Ach, das ist nur die Kirche. A Sherman Hall. Nicht Sherman Hall. Ich kann den Boden kaputt machen. Ist doch definitiv ein Schalter. Ist das hier hinten noch was? Ah. Hä? Warum ist hier ein Loch? Mehrere Löcher. Da liegt auch noch Loot. Loot. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen. Alles ist friedlich. Es war nichts. So, und den restlichen Loot kriege ich vorne. 1240, ja. Der restliche Loot ist hinten. Wer geht dort? Ah, was habe ich denn jetzt nun damit gemacht? Irgendwie weiß ich nicht so richtig. Ist ganz, ganz merkwürdig. Ich höre die. Wo sind die? So, hier ist ja im Grunde Schluss. Hier ist im Grunde Schluss, genau. Wenn ich jetzt mich das restliche Loot stehle, ist vorbei. Psst, da drüben. Nee, ist nicht vorbei. Okay. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Hier habe ich schon geklaut. Hier bin ich reingekommen. Hier habe ich den Typen reingelegt. Für wahr? Wer kommt dort? So, und da drüben müsste irgendwo ein Durchgang sein. Muss checken, wo die sind. So groß ist das Schiff nicht. Ich kann noch den Steuermann niederschlagen und den Typen da drinnen. Hast du was? Ach, da hat er auch noch Loot gehabt. Oh, der hat den Rest Loot gehabt. Aber wo zum Geier? Wer ist da? Wo zum Geier ist der Beric? Was vernahm ich da? Gibt es hier noch irgendwie eine unterirdischen Bereich? Also sieht lustig aus. Ich höre hier Maschinen. Welcher Wahnsinnige hält sich solche Biester als Haustiere? Oh, anscheinend kann man wirklich. Gibt es da wirklich so einen Bereich? Sonst hätte er nicht kommentiert. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, das ist nicht schön. Okay, nochmal. Was war das für ein. Muss auf jeden Fall hier im Boot sein. BZW, es muss ja eigentlich unter mir sein.
Nee, ich glaube, das ist nur Dekoration hier. Das hat nichts mit dir gekriegt. Der hat eine Tür geöffnet, aber der ist wahrscheinlich nur in den Raum reingegangen. Ah, die haben eine Idee. Ich hab doch den Hammer. Vorsicht! Ach! Gib mir mal aus dem Licht, bitte. So. Oh, weißt du was? Diese Explosionsfässer, die rufen ja richtig danach mit Zünd mich. Bring mal, wir fliegen mal, lassen mal alles in die Luft fliegen hier. Oh, warte halt. Da muss ich den in Sicherheit bringen. Weil sonst kriegt der Schaden und dann bin ich schuld. Oh, nicht in die Luft geflogen. Und BÄM! Was? Warum geht das nicht in die Luft? Hä? Komm schon. Zack! Geht nicht. Die gehen nicht in die Luft zu jagen. Warum? Boah. Steh mir nicht in Wege. Und die vielleicht? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man in den Bereich kommen soll. Ich würde sagen, das ist hinter dem, oder? Nee. Das ist keine Tür, die man öffnen kann. Es muss hier unten sein. Das Ding öffnet sich nicht. Da sind sie, hier genau drunter. Ich kann nämlich auch hier nicht springen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das ein Objekt ist. Ich denke mal, das bewegt sich wie in dem Bett nicht. Funktioniert nicht. Tja, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn das nicht klappt. Na gut, dann beenden wir die Mission. Wie gesagt, das eine geht ja noch. Wer ist da? Hallo? Warte mal, kann ich mich einfach nach vorne lehnen? Ah, das ging auch. Hey, ich hab den noch gekriegt. So, Statistik. Ja, natürlich hat mir ein bisschen was gefehlt. Aber wir haben natürlich alle Taschendiebstähle bekommen. Ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das an mir lag, weil ich habe ja eine etwas neuere Version. Und diese Version, wie gesagt, das war damals noch... Ich weiß nicht, ob es noch Old Dark war. Irgendwo noch über die Old Dark lief. Es kann sein, weil ich spiele das ja über die New Dark gerade. Also eine Version, die auf New Dark läuft. Und ich glaube, das war Old Dark gewesen. Wie gesagt, ich muss das mal testen. Vielleicht... Liegt es auch an meiner Version, vielleicht muss ich eine andere Version machen, dann hätte ich vielleicht die Barracks mal sehen können. Und da wäre vielleicht noch ein bisschen Loot gewesen. Aber, naja. Auch wieder kurz und knapp. Gameplay war ziemlich gut. Wie gesagt, ich berücksichtige das immer für damalige Verhältnisse. Und ein bisschen im Vergleich zu heute. Ich muss sagen, diese Mission lässt sich immer noch gut spielen, obwohl sie halt von Jahr 2000 ist. Und man hat hier auch die Möglichkeit, gut, es war linear, wir sollten nur zu dem Boot, aber wir wurden gut vorgewarnt. Wie gesagt, man kann, es gibt ja einen Gamebreaker, wie gesagt, wenn man das Schwert nicht vorher holt, dafür gibt es aber die Notiz gleich am Anfang. War ja damals noch nicht möglich, das anders zu lösen. Ghosting war möglich, bis auf das Schiff. Das Schiff war ein bisschen blöd, dass man da nicht ghosten konnte. Besser wäre es gewesen, wenn die Wache zum Beispiel weiter mehr in die andere Richtung gestanden hätte, mehr nach links oder so. Also ich meine jetzt hier die bei der Treppe, dass die sich ein bisschen umdreht und dass man da vielleicht noch ein bisschen hätte stelzen können.
Der Typ, der hätte zum Beispiel auch wieder ins Lagerhaus laufen können, der Lagerheini. Und die andere Wache, wo das Geld war, das war ja auch nur da, dass man den K.O. schlägt, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es immer blöd, wenn man gezwungen wird zu sagen, hier, guck mal da, den kannst du K.O. schlagen. Das erinnert mich an die Lord Befford-Mission. Das ist auch so die erste, also nicht die erste Wache, sondern die erste Wache, die man ja trifft, die ist ja im Grunde ein Betrunkener und du kannst ja aussuchen, was du mit ihm machst. Du kannst dir wirklich aussuchen, was du mit ihm machst, also als Experte darfst du ihn nicht töten. Aber du kannst ihn beklauen, du kannst ihn K.O. schlagen und beklauen, du kannst ihn beklauen und K.O. schlagen, das ist, du hast ihm die Freiheiten gegeben. Und wenn man dann aber runterkommt und das erste Mal in Befords Anwesen ist, dann hat man zwei Wachen, die sich trennen. Und eine davon läuft dann geradewegs zu diesem Korridor und steht genau vor der Türe. Ich denke mal, was war genau so wie von den Entwicklern geplant, dass man diese Wache K.O. schlägt. Aber sie ist so weit vom Spalt entfernt, dass viele, mich eingeschlossen, dass wir mal daran vorbeigehen, vorbeischleichen an dieser Wache, weil es möglich ist. Aber ich glaube, sie war damals geplant, dass man diese eine Wache K.O. schlägt. Und genau sowas haben wir hier in Story auch. Hier haben wir zu viele Personen, wo es einfach gedacht ist, komm, die schlägst du K.O., um weiterzukommen. Das sieht man ja an den meisten Walkthroughs, dass die meisten sagen, ja, schlag den K.O. und sowas. Ich weiß nicht, er soll ja unbemerkt überall lang gehen. Er muss ja nicht alles niederschlagen. Das ist ja nicht dafür gedacht, dass man alles niederschlägt. Sonst würden ja nicht die Patrouillen sich immer so hinwegdrehen und alles. Naja, die Story fand ich auch gut gelungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das sogar die Texte zu lesen. Und ich denke mal, da wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Oder es gab vielleicht sogar einen Teil davor. Wie gesagt, ich muss das mal checken. Wie gesagt, es gehört wahrscheinlich zu einer ganzen Reihe, einer Serie. Die werde ich vielleicht mal spielen. Und die Story hat hier auch ganz gut beigetragen. Und die Atmosphäre. Ich sag schon wieder viel zu viel MMM. Atmosphärisch war das auch gut gelungen. Ich fand das Boot von außen erst ziemlich putzig. Wie gesagt, das war ja nur ein Abschnitt. Der zweite Abschnitt war ja dann das Boot selbst. Die Kirche war hamaritenmäßig gut gemacht. Für Hamaritenverhältnisse. Also es war so eine reine Kirche. Das war so eine wirklich... Da gab es auch nicht mehr Räume oder so. Das war wirklich nur dafür da. Hier. Verzeihung. Die Messe abzuhalten. Das Boot selbst war, wie gesagt, eng, so wie es sein muss. Ein Boot kann ja nicht unbedingt geräumig sein. Gibt es eigentlich damaligen, also die damaligen Boote waren wirklich nur so konstruiert, dass man da gerade so durchkommt, um Platz zu sparen für andere Sachen. Würde ich auch eine gute Benotung geben von Atmosphäre. Ihr sagt, ich berücksichtige, dass es von 2000 ist. Ja, das war Story. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in einer anderen C-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.